Hallo und seid herzlich willkommen. Es ist Samstag 11 Uhr. Sehe gerade, so ein Zufall. Es ist so auf der Karte gerade 11 Uhr. Ja, Samstag 11 Uhr. Alte Liebe rostet nicht. Geht wieder los. Mit dabei ist der Holger. Hallo Holger. Hallo René, hallo zusammen. Jo, er ist zwar nicht da. Er ist schon auf dem Feld am Arbeiten und ich bin beim Händler hier. Hier, man sieht's am Einkaufskorb. Heute bin ich die Shopping Queen. Und ja, warum bin ich beim Händler? Naja, der hat wieder so was Schickes, Schönes gehabt, wo wir doch wieder nicht Nein sagen können, Holger, oder? Richtig, musst wahr haben, unbedingt. Genau. Und ich habe mir jetzt mal den Schlüssel noch geholt hier und laufe jetzt mal hinter zu dem schönen neuen Schätzchen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, spielt vielleicht schon damit, gibt es bei ModHub. Und zwar haben wir jetzt endlich einen MAN-Schlepper. Einen, wie hast du gesagt, MAN-Ackerdiesel, ne? Ackerdiesel, Genau. So, und das haben wir auch gegoogelt. Also von 21 bis, also 1921 bis 1962. 62, ja. Genau, haben die Schlepper gebaut. Und Holger hat auch Bilder verglichen, hat gesagt, sie würde 1:1 so aussehen wie dieser Mod hier. Ja, den musste man natürlich besitzen, ne? Und der hat Allrad, Holger. Sehr gut. Ist zwar der Antrieb an der Seite der Achse, habe ich so als solches noch nicht gesehen, aber ja, cooles Ding. Okay, also einsteigen, anschmeißen. Wie ihr seht, alles schön animiert. Die Füße arbeiten, die Hände arbeiten. Ein bisschen Simple IC haben wir auch. Zwar jetzt nichts Großes. Können hier das Verdeck zumachen, aufmachen. Aber ansonsten schöner Trecker. Klingt schön, fährt schön. Wir haben auch hier den dicken Motor drin mit 45 PS. Auf jeden Fall ist es schön, dass mittlerweile mal wieder so, ja, dass jetzt so, kann man sagen, die Ära, weiß ich nicht, aber dass jetzt mal öfters so ein paar Oldtimer-Mods rauskommen, ist natürlich toll. Also in letzter Zeit waren es eigentlich, würde ich sogar behaupten, relativ viele sogar, ne? Ja. Der eine Modder, der die ganzen Lands gebracht hat, der die Hanomag gebracht hat, ist ja ein und derselbe. Und alles richtig gute Mods. Und auch der hier, der hat wieder eine 1A Fahrphysik. Super. Ja gut, das Einzige, was wir jetzt nicht wissen, ob er den Originalsound auch hat. Ne? Das ist der jetzt da Das wissen wir eingespielt worden. nicht, Ja. da gebe ich dir recht. Vielleicht weiß es aber der eine oder andere von euch. Wenn ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Klingt er so oder klingt er nicht so? Also ich habe ja wie gesagt danach ge oder wir haben ja gegoogelt und ich bin wirklich erstaunt gewesen, dass man also den Typen jetzt, den du fährst, dass man den auch wirklich noch kaufen kann, gebraucht. Zwar für ganz schön viel Geld, aber es gibt noch welche. Ja, daran siehst du aber doch mal wieder, was das doch früher für eine Qualität made in Germany war, ne? Ja. Und So. was wir ja noch gegoogelt hatten, was wir herausgefunden haben, dass die sich nach 1963 mit Porsche Diesel zusammengetan haben in der Fertigung. Ah, ja. Also ab 63. Wenn man ein bisschen genau hinschaut, also ich sage jetzt mal ein bisschen Fantasie mitbringt, die Motorhaube und so, auch diese Lüftungsschlitze an der Seite, sieht schon ein bisschen aus wie so ein Porsche Diesel, ne? Also ich habe ja einen live gesehen. Wer bei mir auf dem Discord-Kanal ist, der weiß es, der kann auch jetzt noch die Fotos anschauen. Ich war in so einem kleinen Museum vor 2 Jahren. Und dort habe ich einen stehen sehen, auf Hochglanz poliert. Also ein bisschen Ähnlichkeit ist da. So, aber nichtsdestotrotz, ich habe die Ecke dran. Jetzt werden wir mal sehen, ob er auch was leistet auf dem Feld.
Hab also dem noch ein paar Radgewichte ranbauen lassen, sorry. Das. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, den Nanomag, den wir uns das letzte Mal zugelegt haben, also das ist ja Wahnsinn, was wir uns zugelegt hatten, oder haben mittlerweile, der macht sein Ding auch sehr, sehr auch gut hier auf dem Oppenfeld. Ja, und der hat für mich im Moment den genialsten Sound, weil der so schön heiser klingt aus der Ferne. Also das ist für mich das Absolute im Moment. Und der ist auch, glaube ich, der PS-stärkste auf dem Hof. Ja, ich glaube 145 oder so. 145 PS, genau. Ist natürlich für die Zeit, ne, 50er, 60er Jahre, ist das natürlich eine absolute Hausnummer gewesen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, der Wotan? Die 100 oder 120. Ja. So, ich bin gleich da, ich bin gerade links abgebogen, fahre jetzt bei der Scheune hoch. Mir gefallen ja noch diese kleinen Knubbelrücklichter und dieses rote Lichtglas hinten, ne? Das war ja damals noch nicht so mit dem orangen Blinker. Finde ich cool. So, mal gucken, wie weit der Holger schon gekommen ist hier. Wo ist er denn? Ganz da hinten ist er. Du weißt doch, bei den alten Schätzchen samstags geht's immer mit schön Gemütlichkeit voran. Ohne Stress. Mit Gemütlichkeit, genau, da gab's schon einen Song, ne? Ja, versuch's mal mit Gemütlichkeit. Oder versuch's mal, so war's. Gut. Ich werde mal kurz warten hier. Er wird ja gleich hier auftauchen. Gucken wir uns das Ding mal noch ein bisschen aus der Nähe an. Was er nicht hat, ist ein Auspuff, der nach oben rausgeht. Das fällt mir gerade auf. Der geht so auf der Fahrerseite, so unter dem, ja quasi unter dem Kupplungspedal qualmt's raus. Das ist mir selber sogar noch nicht mal aufgefallen. Ja. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, ne? Ja, und dann hier diese Keilriemenscheibe ist animiert. Warte mal, komme ich da näher ran, ohne dass ich drauf springe? Warte mal. Muss mal ran geduckt rangehen. Was ist denn das hier für ein kleines Lüfterrad? Das muss der Holger mal gucken. Vielleicht hat der eine Erklärung hier. Das sieht ja eigentlich aus wie eine Keilriemenscheibe. Außer, dass der Keilriemen ja sehr dünn ist. Sieht aus wie ein Bindfaden. Servus, guck dir das mal an hier vorne. Da dreht sich was. So. Das könnte. Ja, Keilriemen. Ja, das Lüfterrad dreht sich auch, was wir noch nicht gefunden haben, aber ich glaube, es geht auch nicht. Die Motorhaube geht nie auf. Also für Simple IC. Also sehe ich kein X. Das Lüfterrad dreht sich hier über diesen Keilriemen. Ah, okay. Das sieht man. Das kann man erkennen. Ah, wie gesagt, vor dem Motorhaube haben wir jetzt noch nichts gefunden. Da geht anscheinend nicht aufzumachen. Aber vielleicht kommt ja noch ein Update von dem Ding. Gucken wir mal. Ach, da ist der Auspuff. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Na? Also ich habe auf jeden Fall immer linken Fuß recht schön warm, denke ich mal. Ja. Na gut. Wollen wir noch mal gucken, wie er arbeitet. Wollen wir mal gucken, wie er sich so schlägt hier. Wollen wir das machen? Ich werde vom anderen Rand drüben anfangen. Ne? Wenn ich jetzt in der Mitte durchfahre, das könnte wieder schief kommen. Ja, kannst du gerne machen. Fängst du rechts an und kommst du. Ich fange drüben an, genau. Ah, der Klang. Herrlich. Ja, Plan wäre heute noch hier einzudrillen und ja, haben wir hin und her überlegt, was machen wir drauf. Ja, im Zweifelsfall Weizen, ne? Genau. Weizen geht immer. So, lassen wir hier schön Vorgewände.
Mit Weizen lässt sich gut heizen. Nee. Nee. Eher nicht. Eher nicht. So, was ist denn jetzt hier mit der... der Ecke nicht gut. Die ist gesenkt. Aber der eckt nicht. Der kommt nie tief genug. Was? Oh oh. Nee. Die hängt noch in der Luft. Okay. Nee. Das ist aber auch das erste Mal, dass wir hier ein Problem mit so einem Schlepper haben. Nee. Bleib mal stehen, ich komme mal hin zu dir, ich zeig dir's. Jetzt wollte ich gerade sagen, wieder einer mehr auf dem Hof, aber ich glaube, das könnte fast ein Verkaufskriterium wieder werden. Ich krieg die nicht tief genug runter, also da müsste man im Mod drin herumschreiben, aber dafür fehlt uns ja, wie wir schon oft gesagt haben, das Wissen. Also geht die Aufnahme hinten nicht weiter runter? Die geht, der Kraftheber geht nicht weit genug runter. Guck, jetzt ist sie gehoben. Ja. Und wenn du dich mal hinhockst, die geht nicht in den Boden rein. Das ist natürlich... Da kannst du hier fahren, wie du willst. Da passiert ab und zu mal was, wenn du jetzt so eine Erhebung hast. Aber eben ist nicht tief genug hier. Das ist natürlich blöd. Schade. Das ist sehr blöd. Ja gut, nützt nichts. Ich fahr zum Hof, ich hol mir was anderes zum Grubbern. Ja, war nett mit dir, MRN. Ja, schade. Das ist jetzt echt schade, ja. Ich sag mal so, als Schlepper für Anhänger und so geht, vielleicht funktionieren ja auch andere Anbaugeräte dran, das könnte ja noch sein. Das ist jetzt echt schade. Ja, finde ich auch. Gerade noch haben wir das Ding gelobt, aber das ist einer der wenigen Mods, ne, den wir wirklich mal runtergeladen haben. Ich habe mit dem Ding ehrlich gesagt mal eine Proberunde gedreht, so was die Fahrphysik angeht, da war ich sehr angetan, aber so ausgetestet, ausgiebig haben wir nicht. Ja, was heißt getestet? Ich meine, getestet habe ich ihn schon, aber ich habe jetzt da keine Ecke dran gemacht und geguckt, ob der Tief genug. Das meinte ich ja, aber sonst haben wir ja meistens unsere Mods ja doch ein bisschen probiert. Ob sie funktionieren, das haben wir eben diesmal nicht gemacht. Na ja, ist es halt so, ne? Schade, hätte ja klappen können. Ja gut, dann müssen wir den Favoriten eben vielleicht dann nehmen, für stärkere Lasten zu ziehen. Vielleicht. Ja, genau. Mal sehen. Wie gesagt, ich denke mal, das wird ja nur einigen, die mit diesem Mod da spielen wollen, untergekommen sein. Und wenn es ein guter Modder ist, gibt es dann ein Update. Genau. Dann fixt er das, dass er diese Aufhängung da tiefer ansetzt oder... Ach, keine Ahnung, wie das geht. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, das ist echt schade, ne? Tja, aber so ist es im Leben, ne? So, na gut, aber ich muss jetzt die Fahrt nutzen, mir überlegen, was nehme ich denn da Schönes? Zum Ecken brauchst du auch ein bisschen Power, ne? Eben. Ich meine, ich könnte den anderen Hanomag nehmen, aber der ist eben so extrem laut. Da habe ich Sorge, da müssen wir wieder schreien, den Rest des Videos. Das ist auch blöd. Zweifelsfall Wotan ist immer noch eine gute Bank. Fend. Mal sehen. Also vom Lenken her, da lässt sich schön soft lenken hier. Ich kann ganz sachte einschlagen, ohne dass es ruckelt und macht. Also schade, schade, schade. Ja, wie du schon sagst, vielleicht... macht der Modder ja was dran, es kommt ein Update und es wird behoben, das Problem, wäre schön.
Weil, wie gesagt, es gibt ja noch mehr Oldtimer-Fans. Ich meine, sieht man ja schon alleine daran, dass doch unsere alte Liebe bei euch am Wochenende ganz gut ankommt und regelmäßig und konstant gut ankommt. Freut uns. Vielen Dank übrigens da nochmal für das regelmäßige Reinschauen, für die Kommentare, die Daumen und. Ja, von mir auch natürlich. Vielen Dank dafür. Von daher gehe ich davon aus, dass es noch mehr Leute gibt, die mit Oldtimer-Mods spielen. Und da wird das schon... Warte mal, hier kann ich ihn nie herstellen. Da ist wieder mit den Hühnern schlecht. Dann kriegen die wieder keine Kartons abgelegt. So, jetzt gucken. Was haben wir denn noch so rumstehen? Hier haben wir noch den Fendt GTA. Den brauchen wir dann zum Drillen. Ich könnte jetzt den Hanomag hier nehmen. Wie gesagt, der ist verdammt laut. So cool wie der ist, aber da müssten wir vielleicht auch mal an der Soundschraube drehen. Ja, sonst bringst du mit raus und dann tauschen wir hier auf dem Feld. Dann nimmst du den anderen hier. Oh, warte mal, ich guck mal noch, was mir noch über den Weg läuft hier. Auf jeden Fall läuft mir der Arco über den Weg. Pass schön auf, ja, mein Freund, du. Ach, dem Guten habe ich noch gar nichts zu fressen gegeben. Hab ich vorhin gemacht. Ah, ja, sehr gut. Ah, nehmen wir das nicht. Na gut, dann komme ich deinem Wunsch nach. Bring ich den halt mit. Wir können ja dann mal tauschen. Genau. Ja, dann hast du es nicht so laut gerade, weißt du. Bei mir ist es ja nicht so schlimm. Ja, mir ist es auch nicht um das laut. Mich stört es nicht. Es ist nur wirklich, wenn ich da jetzt spreche und mit dem Ding fahre, ist es verdammt schwierig, dass man uns noch versteht. Ich könnte ja, nicht... Halt, warte mal, jetzt habe ich das Fass angekoppelt. Ich wollte es ja abkoppeln. Pass auf. Wir haben ja im Spiel noch ein paar Optionen, sprich wir können die Fahrzeuglautstärke etwas senken. Ich mach mal da 10% runter. Und dann geht's los. Ja, das ist wie bei der Nova Brutstar, ne? Bei dem Projekt. Ne? Da ist es der Ursus, der Krawallzwerg, und hier ist es der Hanomag. Genau. Auf jeder Karte haben wir fast einen Krawallzwerg. Genau. Der heißt zwar nicht überall so, aber es gibt ihn. Nee, der ist ja auch wunderschön hier, der Mod, da gibt's nichts. Müsste einfach in der XML, in den Einstellungen irgendwo der Sound ein bisschen runtergenommen werden. Und dann ist es perfekt. Ich weiß ja gar nicht. Wie lange wir zwei mal gesagt haben, boah, es fehlt noch Hanomag, ne? Hanomag kommt gar nicht, ne? Jetzt? Ja. Gott sei Dank. Gibt's, glaube ich, drei. Es gibt ja auch einen Porsche, ne? Ein Porsche Diesel, aber das ist ja, der hat ja sehr, sehr schlechte Kritiken schon gekriegt. Das ist ja auch so ein umgebauter Hatz oder umgeskinter Hatz. Es ist kein originaler Mod, also so richtig vom Grund auf gebaut, sag ich mal. Aber wenn da noch was käme, wäre auch schön. So ein richtig schöner Porsche. Ich habe da noch viele Kandidaten. Ich müsste jetzt, geht jetzt leider nicht, weil wir hier gerade am Aufnehmen sind. Ich habe so einen schönen Wochenkalender von meiner Frau gekriegt zu Weihnachten mit. Wo jede Woche ein Kalenderblatt drauf ist und Traktoren von bis und sehr, sehr viele Oldies auch drauf. Da gibt's noch so schöne Sachen. Ja, ich denke mal, das ist noch lange nicht ausgeschöpft, das Thema. Es gab ja auch früher so viele kleine Traktorenmarken und Traktorenschmieden. Also zum Beispiel die Firma Hatz oder so, das hat mir früher gar nichts gesagt. Naja. Es waren ja meistens ja die gängigen
gut, früher war das ja bei uns beiden noch Ost und West. Ne? Die gängigen wie Fendt und Deutz, Hanomag, ne? So Güldner. Güldner, Schlüter. Das waren so die bei mir so irgendwo, auch hier der Eicher. Ja? So, dann im Osten waren es ja dann meistens die, wie hießen die, Zettis? Ja, Zetti waren ja schon die Großen. Im Osten selber, da gab es ja diesen IFA Pionier. Der ist so vergleichbar von der Größe hier mit unseren Oldies. Och Gott, was gab's noch? Jetzt fallen mir die Namen gar nicht alle ein. Es gab so viele auch DDR-Traktorenmarken. Aber ich denke, da werden sie uns jetzt ganz schön die Leute was in die Kommentare schreiben, weil mir fallen gerade die Namen nicht so ein. So, jetzt gucken wir mal, ob das mit dem hier funktioniert. Aber da haben wir ja Gott sei Dank... Jetzt mach kein Zeug, jetzt. Jetzt. Was ist jetzt? Da liegt es an der Ecke vielleicht auch noch. Ja, weil wir haben doch dieselben Ecken. Na, warte mal. Oh ja, der macht schon. Aber... Warte mal, der fährt... Wie schnell fährst du? 15. Doch, auch so schnell. Aber... Der lässt hier auch... stehen. So richtig... Gut, das Feld ist jetzt vielleicht doch... Ich bin ein bisschen sehr am Rand. Aber ich habe ja Aussetzer drin. Komisch. Ja, das sind alles die Traktoren, mit denen wir noch nicht geeckt haben, ne? Also der lässt mir hier verdammt viel aus. Mal sehen, ob jetzt die nächste Bahn, wenn ich vom Feldrand weg bin, besser wird. Das kann ja sein, dass es hier am Rand ein paar Erhöhungen gibt. Also hier, der macht seine Arbeit sehr gut. Naja, also hier, das gefällt mir schon mal gar nicht, die erste Bahn. Aber ich habe es schon beim Runterlassen gemerkt. Ich dachte, ups, das sieht aber komisch aus. Ich steig mal aus und wir gucken mal zusammen. Also richtig tief im Boden sieht es anders aus. Ist das dann bei mir hier anders? Nö, bei mir ist er auch nicht hier richtig tief im Boden. Aber nimmt alles mit, oder was? Ja. Dann liegt es vielleicht an der Ecke und gar nicht an den Schleppern. Ich denke mal eher, dass das vielleicht doch mehr das Problem jetzt von der Ecke sein wird. Aber mal sehen. Ich fahre jetzt mal die zweite Bahn. So, das sieht schon erstmal besser aus. Also hat das Feld, denke ich, ein paar Erhöhungen am Rand. Das kann ja sein, dass ein paar Unebenheiten drin sind, die er da nicht erkennt. Na, lässt doch jetzt wieder stehen hier. Also so 100% passt es nicht. Das ist kein schönes Arbeiten. Warte mal, wenn ich hier die Bahn zu Ende habe, komme ich mal kurz zu dir rüber und guck mal, ob er hier die Lücken dann füllt. Genau. Naja, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Auf jeden Fall haben wir ja in der Community genug Leute, die, ich denke mal, wie du schon sagst, was in die Kommentare schreiben werden, die da sich, ne, mit beschäftigen dann. Genau. Also wie gesagt, mir fällt der IFA Pionier ganz spontan ein und dann erstmal nix. Wenn ich es dann wieder lese, ach ja, der und der, ach na klar, der war es auch noch. Also hier, der macht seine Arbeit hier gut. Ich nehme jetzt mal die dritte Bahn, mal sehen, wie es da aussieht. Der arbeitet auch schön in der Höhe mit hier. Also hinten federt, ist hier extra jetzt in die Außenansicht gegangen. Also der hebt und senkt auch schön, die, also mit dem Boden angeglichen. Ja, der lässt immer mal was aus hier. Warte mal, jetzt mache ich mal einen Test. Geh mal mit dem Tempo runter. Ja, das kann nämlich auch sein. Das könnte noch eine Möglichkeit sein. Weil ich bin manchmal schon drüben. Nee, der lässt trotzdem stehen ab und zu. Das ist wie der Trecker einsinkt hier. Wenn ich von der Seite gucke, wenn das
sonst sinkt der Trecker immer etwas ein in den Boden und wenn nicht, dann ist die Ecke hinten hoch. Das ist aber schade. So macht mir das Arbeiten nie so richtig Spaß hier. Aber ich habe auch eigentlich keine Lust, das ganze Video hin und her zu fahren und einen anderen Schlepper zu holen hier. Pass auf, dann mach es doch so. Dann holst du schon eine Sämaschine, hätte ich fast gesagt. Und dann fängst du von hier hinten an einzudrillen. Dann grubber ich weiter mit der Ecke. So, jetzt habe ich den Satz. Und dann kannst du hier schon eindrillen bis aufs Vorgewände. Oder? Kann man so machen. Würde ich ja glatt weg schon dem MAN noch eine Chance geben. Deswegen, dass wir dem vielleicht nochmal zeigen, dass wir so mal kurzfristig eben so ein bisschen Planänderung machen, dass ich weiter hier drüber und du eintrittst schon. Okay, so machen wir's. Kannst ja ein bisschen die Geschwindigkeit dann runterdrehen. Dann mal ja, ach, du hast doch auch ganz schön Vorlauf, das halbe Feld ist ja schon fertig. War jetzt blöd, ne? Weil so war es nicht geplant, dass du alles grubbern sollst, aber ach ja. Wir haben aber mit den Eichern gearbeitet, wir haben mit den Fendt gearbeitet, da gab es das Problem nicht. Richtig. Also schiebe ich es schon ein bisschen auf den Trecker. Aber das testen wir aus. Apropos Trecker, ne? Grüßen wir unseren Olli noch. Den lieben Olli. Genau, Olli 1340. Wie sagt der Holger mal, Grüße sind raus. Genau, Olli, Grüße sind raus. Ja, der hat ja noch nach langer Zeit mal wieder ein Video gebracht. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Habe es mir auch schön in der bequemen Sofaecke mit dem Käffchen dazu reingezogen. War schön anzusehen, hat er wieder gute Story drumherum gestrickt. Das ist ja auch so sein Ding. Also das macht er ja super. Berichtigung 2. Ich weiß, ich wollte jetzt gerade noch anhängen. Ah. Das nächste ist, er ist ja irgendwie da auf dem Weg nach Kornau. Keine Ahnung, wo das liegt. Und dort hat er ja wohl noch für seinen Bronco einen Geräteträger aufgetan, ne? Genau. Also, schaut ruhig mal rein. Olli 1340 bei YouTube. Ist ein richtig cooler Typ, macht schöne Videos. Er spielt eben halt auch mit Oldtimern und mit so einem ja, Mix, ne? Mit zwischen modern und alt. Ja. Was er nicht nimmt, sind diese riesen Mega-Geräte, aber gut, das ist auch nicht jedermanns Sache, ne? Unser ist jetzt im Moment eigentlich auch nicht, ne? Nein. Also, wie so mancher weiß, haben wir ja Multiplayer-Projekte durch auf vierfach Maps mit riesen Geräten. Und ich denke mal, aus der Zeit sind wir raus jetzt. Ja, weil es einfach zu lange geht, ne? Du bist auf einem Acker mit 80 Hektar oder weiß der Geier wie viel. Tja, zu fünft am Drillen und das geht eben mal 3 Stunden. Es ist jetzt nicht so das. Es war mal schön, also was heißt, es war mal schön. Es war schön, so mal die Erfahrung zu machen, wie das so ist. Mit großen Geräten und modernen Geräten zu spielen, aber mich zieht es doch wieder immer mehr, also immer wieder in diese Youngtimer-Oldie-Schiene rein. Muss ich ganz ehrlich, ob es am Alter jetzt liegt, ich weiß nicht, also. Nee, ach sicherlich kommt doch mal wieder der Tag, Holger, wo wir sagen, ach, mal wieder backen, Riesenfeld hier oder so. Das kommt, also bin ich mir eigentlich sicher. So, wie sieht denn das mit der Drille aus? Die Drille senkt er aber eigentlich richtig bis auf den Boden ab hier. Also da bin ich ganz guter Dinge, dass das funktioniert. Bist du schon wieder da? Nein. Ich bin so. am Testen. Ich habe sie jetzt angekoppelt und habe einfach mal auf dem Hof die abgesenkt. Und da gehen eigentlich alles richtig bis runter auf den Boden.
Jo. Aber der ist natürlich jetzt schon ein bisschen hier der leise Träder, der MAN. Muss ich nochmal fix ins Menü. Und gebe mal 10% drauf wieder, dass wir was hören hier von dem Guten. Nee, ich möchte ihn ja auch ungern wieder abgeben. Ne? Auch wie gesagt, wenn uns hier alles aus den Nähten platzt, wir nicht wissen, wohin mehr damit. Aber er ist einfach schön. Ja, wir können, oder wir haben es ja ruhig, oder können es ja ruhig sagen. Wenn hier alles klappt, dann ist ja was Neues im Plan. Ja, das hatten wir ja im letzten... In der letzten alten Liebe schon anklingen lassen, dass wir auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. Und wie gesagt, hatten da zwei Karten uns angeschaut. Die eine haben wir unabhängig voneinander gesagt, ja, genau die ist es. Die und keine andere. Und die wird es auch werden, aber da sind nur noch ein paar Umbaumaßnahmen erforderlich. Da haben wir noch einen lieben Freund, der uns da versucht zu helfen. Hiermit Grüße an den Lars, die Eule 59. Genau, Grüße sind raus, Lars. Und der wollte uns da ein bisschen behilflich sein, weil da noch ein paar Sachen weg müssen, die jetzt den Charme der alten Karte etwas zerstören. Aber vielleicht kriegen wir das alles doch relativ oder eher relativ schnell gebacken und dann können wir schon bald da umziehen. Haben wir uns überlegt, wollen wir vielleicht in einem Livestream machen, aber ich will da noch nichts versprechen, nicht, dass es schief geht. Aber so war eigentlich der Plan, dass wir mit den neuen Fahrzeugen dann in einem Livestream da einziehen und die ersten Arbeiten auf dem Feld da verrichten. Genau, weil wir uns gedacht haben, dann so, wir packen das uns ein Paket, Umzug, Map-Vorstellung und direkt volles Programm an Arbeit. Genau. So, gut, ich werde mir hier mal noch ein bisschen Weizen eintun in die Maschine. Denk dran, das war der Schnapper vom Händler, ne? Da ist, sind Säcke kaputt. Ach so? Ach, weißt du gar nicht? Ach hier, na eben, da liegt ja die Hälfte auf der Ladefläche. Ja, ja, der hat uns die für einen kleinen, schon mal, wie du immer so schön sagst, für einen kleinen, schmalen Taler vermacht, weil da Säcke kaputt sind. Na super, also können wir dann, wenn die Palette leer ist, können wir dann hier mit Schaufel und Besen erstmal rangehen und noch den Rest da rauskehren. So, 250 Liter getankt. Aber dafür war sie günstig. Na, Hauptsache, das Saatgut keimt auch noch und dass es aufgeht. Also er hat mir extra gesagt, es ist nicht feucht geworden oder sonst irgendwas. Es sind nur die Säcke kaputt gegangen. Nur die Säcke kaputt gegangen. Ja. Transportschaden. So, also... Weizen haben wir geladen. Werden wir hier noch schön Vorgewände Platz lassen. Und da gucken wir mal, wie das mit der Drille funktioniert. Aber da kann ich dich schon beruhigen, Holger, das funktioniert tadellos. Sehr schön. Die ist richtig schön im Boden drin. Einwandfrei. Ja, dann liegt es vielleicht doch an der Ecke. Könnte sein. Also ich meine, wir können ja mal schauen. Es gibt ja nur genug doch auch alte Ecken, so ob das jetzt polnische Mods sind oder russische oder was. Aber irgendwas, was auch alt aussieht, können wir ja gerne mal noch eine andere uns herunterladen und nochmal austesten. Weil das zwei Trecker dasselbe Problem haben und die nicht richtig runtergeht, das ist schon ein bisschen unwahrscheinlich. Ich denke, das werden wir mal machen. Wenn wir das mal testen. Genau. Na, ansonsten nehmen wir die Ecke mit nach Polen. Dann kommt der Malik mit seinem Spezialgerät und nichts Problem und der baut die uns schon um. Richtig, genau.
Der gibt dir mit dem großen Hammer ein, zwei ordentliche Schläge und dann punzt das. Genau, so ist es. Die polnische Art, etwas zu reparieren oder etwas gangbar zu machen. Ja. So, also jetzt hier Drillen funktioniert wunderbar. Die Drille ist natürlich auch ein Traum, ne? Mit diesen ganzen Zahnrädern hier an der Seite, wie das alles animiert ist. Sehr, sehr nice. Ich muss auch mal ein Tempomat runternehmen hier. Also beim Drillen fährt er 9 km/h, aber beim Wenden wäre mir ein bisschen schnell. Na, siehst du, dann kriegt das Schätzchen doch noch eine Chance. Sehr schön. Ja, hätte mir jetzt echt leid getan, wenn es mit dem jetzt Probleme gegeben hätte. Ja. Tja, im Prinzip, ne? Haben wir ja vor der Aufnahme schon gesagt, Holger, wenn alles klappt und wir Glück haben. Aber nee, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sonst baut das womöglich hier Druck auf beim Lars. Das will ich eigentlich gar nicht. Nee. Was? Der guckt das nämlich auch immer an, das Video, denke ich, hoffe ich. Nein, ich sag's nicht. Ist ja, wie gesagt, alles hier ein Hobby von uns allen und es soll immer noch Spaß machen und deswegen, so lange wie es dauert, dauert's. Genau, die Zeit, die ihr braucht, die bekommt ihr. Na, Stressfall. Deswegen hat René auch eben gesagt, wir wollen auch nichts versprechen. Wir haben uns das so überlegt, wir beide, dass wir dann vorhaben, dann eventuell ein Livestream daraus zu machen. Aber es ist noch nichts versprochen, weil wenn man was verspricht und man kann es nachher irgendwie doch nicht einhalten, kommt es immer blöd. Ja, ja. Vor allen Dingen auch terminmäßig möchte ich da nichts sagen, weil... Nein. Sagt, es kann immer noch was dazwischen kommen. Es ist immer noch die Familie an allererster Stelle bei uns allen. Und wenn da irgend bei jemandem was dazwischen ist, dann ist es so. Dann muss YouTube warten. Genau. Wie heißt es so schön? Lasst euch einfach überraschen. Ich mache mir da keine Gedanken. Ich denke, die Leute, die sich das gerade hier, dieses Projekt reinziehen und anschauen, die sind da tiefenentspannt. Genau. Ja, aber das ist ja öfter schon angesprochen worden, ne? Mach doch mal einen Livestream von den Oldies und... Das stimmt, den haben wir schon lange im Prinzip, oder der ist schon lange überfällig. Wir haben den ja nie versprochen. Wir haben gesagt, ja, wenn das mal passt, machen wir das. Aber... gesagt, mit der neuen Karte, wenn das funktioniert alles, dann wäre das angedacht, weil dann gäbe es auch viel zu tun, viel zu zeigen, Hof anzuschauen, Karte anzuschauen, ein bisschen einzuräumen, unsere 5000 Traktoren. Vielleicht kommen bis dahin noch welche dazu. Das ist durchaus möglich. Wer weiß. Ja, aber sonst so, was du immer fragst, so die Woche? Ach so, ja, meine üblichen Fragen habe ich noch gar nie gestellt. Ja, weil das war ja doch sehr wenig LS diesmal. Ja gut, meine Spätschichtwoche ist sehr wenig LS, auch für mich selber, also weil vormittags ja so viel Zeit ist nicht. Hin und wieder mal eine Kleinigkeit vorbereitet dann, aber die Aufnahmen waren ja eigentlich schon im Kasten. Ja, wie war es bei dir? Ja, wie gesagt, also LS reich kann ich diesmal nicht sagen. Ich habe mir auch mal eine kleine Pause gegönnt und habe mal ein bisschen weniger LS gespielt oder generell gespielt.
einfach mal, ja, Urlaub genommen, hätte ich fast gesagt. Oh, ich habe auch, was habe ich mal gemacht? Einen Vormittag habe ich mal 2 Stunden, habe ich mal Assassin's Creed gespielt. Das war mal wieder fällig. War wieder mal schön. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ist nichts geworden. Man hat ja Vormittag, Spätschichtwoche bloß die paar Stunden. Da gibt es aber auch noch andere Dinge, die zu tun sind. Vom Einkauf oder. Naja, ich war zwar die Woche im Discord-Bereich, weil ich kann es immer nur wieder anbieten. Also, wenn wir keine Aufnahme haben und René halt Spätschicht hat, biete ich es immer wieder nochmal neu an. Ich bin meistens abends, so ab 20 Uhr, bin ich im Kneipchen, im Discord beim René. Schaut einfach mal vorbei, eine Runde quatschen. Ja, vielleicht können wir auch mal gucken, weiß ich nicht, entscheiden wir uns doch mal vielleicht, dass wir vielleicht mal, ja, noch mal irgendwie zusammen was machen können, auf einer Karte irgendwie spontan, mal sehen. Ja, ich meine, wenn jemand jetzt dabei ist, der da jemanden zum Mitspielen sucht oder so, gerade wenn du jetzt Zeit hast oder auch die anderen, immer trefft euch doch mal und macht und spielt zusammen, wenn die Kanäle sind da. Wenn es nicht ausreicht, aufstocken könnten wir alle mal, aber bislang war ja da so nicht so der Bedarf, sag ich mal, ne? Also was ich von vornherein sagen kann, ich werde ja keine Mods hin und her schieben. Also keine Mods rausgeben, das mache ich generell nicht. Also wenn es irgendwie zu einem Zusammenspielen kommen sollte, wenn ihr Spaß dran habt, dann sind es generell Karten mit Standardgeräten. Also nur um das direkt vorweg zu sagen, nicht, dass da nachher Enttäuschung ist und ja, dann schicken wir mal die Mods und dann können wir das zusammen auf die oder die Karte. Nee. Das sage ich direkt von vornherein, das geht nicht, das mache ich nicht. Nee, das macht man nicht. Und außerdem, ja, das ist auch relativ zeitaufwendig. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, Mods hin und her zu schicken, das ist ganz klar. Aber, nee. Wir haben ja auch ein paar Mods dabei, was auch private sind und genau. Die gehen wir dann nicht einfach so weiter. Aber man kann ja auch, wie gesagt, ohne Mods ganz viel Spaß haben beim LS. Haben wir ja auch zum Beispiel beim Community-Livestream erlebt. Ne? Da haben wir ja auch bis auf einen einzigen und die Karte ohne Mods gespielt und hat trotzdem viel, viel Spaß gemacht, fand ich. Genau, wo wir auch gesagt haben, wir werden es definitiv nochmal wiederholen. Das werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen irgendwann. Wenn Interesse besteht. Bei uns hat es ja auch riesen Spaß gemacht. Ja klar, und hat auch alles funktioniert. Wir hatten im Vorfeld, ne, wir beide haben da schon uns die Haare gerauft. Also du mehr wie ich, weil bei mir ist nicht so viel mit Haare raufen. Und haben überlegt, oh, mit so einer großen Truppe, so einer großen Meute, ob das alles gut geht mit dem Koordinieren, aber es hat eigentlich super geklappt. Gab überhaupt keine Probleme, fand ich. Absolut nicht. Also es war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Definitiv. Wir hatten auch weibliche Unterstützung, was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, weil ich habe ja schon immer gesagt, ich möchte eigentlich viel mehr Mädels im LS sehen und ja, die Alex hat mitgespielt und war richtig cool. Ja, ist schade, ne? So Frauen generell könnte es öfters geben im LS irgendwie, ne? Die frischen ja das Ganze so ein bisschen nochmal auf. Zumal es ja im realen Leben auf den Bauernhöfen viel mehr Frauen gibt, die da auch auf dem Schlepper sitzen. Ja. Aber im Spiel hier, da ist es irgendwie. Ja, und die Frauen, die im realen Leben auf dem Schlepper sitzen, die haben wahrscheinlich dann abends so einen Kanal voll, dass die sagen, okay, da muss ich dann nicht noch vor dem PC sitzen und auch noch Trecker fahren. Wer weiß, vielleicht machen sie es ja wirklich, ne? Das weiß man ja nicht. Ne? Ja, dann würde ich die gerne kennenlernen und versuchen, dass die mitspielen.
So, wie sieht's denn aus mit dem Grubbern hier drüben? Ich würde sagen, wir tauschen einfach nochmal die Plätze hier, dass die Leute auch mal vielleicht noch was anderes sehen, außer meine Drillmaschine. Die funktioniert wirklich gut. Du möchtest vielleicht ja auch nochmal mit dem MAN eine Runde drehen. Ja. Wo bist du denn überhaupt eigentlich? Dreckig wird er jetzt nicht unbedingt, außer den Rädern. Die Felgen werden dreckig, der Trecker selber noch nicht. Ja, mal schauen, wenn ich damit jetzt gearbeitet habe, dann unterschiedlich. Nee, also ich sehe. Oder hat er doch so Schatten? Nee, das sieht so komisch aus. Nee, dreckig ist er noch nicht. Nee, mal schauen. Ja, gut. Na gut, also viel Spaß, ich gehe mal darüber. Dir auch, danke. Danke, mal eine Runde Hanomag fahren. Der hat's mir natürlich soundtechnisch angetan hier. Oh. Der sieht auch ganz schön abgeranzt aus. Sag mal, war die Farbe letztens schon so abgeblättert? Oder? Nee, das ist Kalk. Es sah aus wie abgeblätterte Farbe jetzt für einen Moment. Nein, es ist Kalk. Kann ich dich beruhigen. Boah, das geht ja jetzt zur Sache. Nehmen wir mal ein kleines bisschen den Speed raus. Das ist mir einfach zu schnell. Also der kommt mit der Ecke wunderbar klar. Wie du schon sagtest, vorhin, die arbeitet auch hinten, die geht hoch runter. Genau. Ah, das probieren wir noch aus mit einer anderen Ecke. Ja, wie gesagt, vielleicht liegt es wirklich an der Ecke, dass es nicht am Stepper liegt. Möglich ist alles. Wenn ich hier von der Seite gucke, kann das natürlich nie gut gehen. Doch, ich hab's noch alles erwischt. Aber der Klang von dem MAN, der ist echt sehr schön. Ja. Wenn er dann ein bisschen ziehen muss, ne, klingt er eigentlich auch sehr, sehr schön. So ein schönes Blubbern von raus. So. So, den Randstreifen, hast du den schon nachgearbeitet? Ne, da mache ich das jetzt gleich mal noch hier. Ich glaube, die ersten zwei Bahnen habe ich gemacht. Oh, der klingt doch, wenn du innen drin sitzt, klingt der so richtig schön. Also ich bin dafür, dass wir den MAN behalten. Auf jeden Fall. Ja, der kommt nicht weg. Wir können ihn so vielseitig einsetzen. Das frischt nochmal alles ein bisschen auf, würde ich sagen. Genau. Es gibt viel, viel mehr Arbeiten wie Ecken. Es gibt noch, ach Gott, vom Anhänger ziehen, übers Drillen, was er ja zum Beispiel gut macht, Kalken, Güllefass, ach Gott. Der wird nicht arbeitslos. Nein. Definitiv nicht. Ich sehe das gerade, weil ich das seitlich gucke. Also der mit seinem Allrad, das siehst du, das ist das Vorderrad, schon mal so ein bisschen versucht durchzudrehen und kein Griff kriegt. Am Arbeiten ist. Das sieht schön aus. Ja, ich wollte dich aber nicht unterbrechen jetzt. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, freue mich dann schon, wenn wir irgendwann umziehen. Also nicht, dass die Karte jetzt hier so langweilig ist, aber einfach das Platzproblem, weil dort haben wir ja dann doch genug Möglichkeiten, sag ich mal. Hoffentlich, dass wir alles unterkriegen, oder? Also, was ich da angeschaut habe, haben wir da reichlich Platz. Also. Der Hof ist sehr schön, der ist ein bisschen auseinander, ein bisschen großflächig angelegt. Alle Tiere sind auf dem Hof, also freue ich mich sehr drauf. Ja, es war so ein bisschen, wie sagt man so schön, frischen Wind reinbringen in das Projekt. Ja, wir werden
um keinen Preis der Welt verraten, welche Karte das ist. Nein. Könnt ihr mal schön Rätsel raten. So, ein großer, weitflächiger Hof mit den passenden Gebäuden zu den Baujahren der Traktoren. Alle Tiere auf dem Hof. So, und jetzt könnt ihr euch einen Kopf machen, welche Karte das ist. Und ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, wir werden aber nicht Ja oder Nein schreiben. Nö, genau. Aber ich gehe mal davon aus, da kommt die eh nicht drauf. Man weiß es nicht, aber schwierig. Ich sag mal, es ist nicht einfach. Schwierig. Aber es wird vielleicht auch den einen oder anderen geben, die sich auch so ein bisschen mit Karten beschäftigen beim LS. Vielleicht, naja. Na, mal gucken. Wir geben definitiv. Ja. Aber wir werden definitiv keine Auflösung in den Kommentaren. Nein. Das soll ja auch noch ein bisschen spannend bleiben. Ne? Genau. Ansonsten ist es ja nach wie vor LS. Das wird sich nicht ändern. Es werden Tiere da sein. Natürlich nicht von Anfang an. Werden wir uns schon nach und nach zulegen. Ja, wir werden dann quasi wieder von vorne anfangen. Jo. Aber eins werden wir natürlich wie hier auch nicht machen, dass wir uns jetzt sagen, wir arbeiten uns hoch, weil dann mit einem Schlepper jeden anfangen und das haben wir gesagt, das machen wir nicht. Das steht bei dem Projekt überhaupt nicht im Vordergrund hier. Da, wie soll ich sagen, realistisches Wirtschaften. Hier geht es darum, die alten Fahrzeuge zu zeigen und darum war es ja in letzter Zeit auch so. Jede Woche ein neuer Schlepper, ne? Genau. Im wahren Leben würde das keiner durchführen können. Nein. Also wie du auch schon sagst, hier geht es uns ja mehr darum, um ja, ein Schätzchen zu zeigen und nicht um Geld zu verdienen. Zeigen, spielen, schwärmen, das ist eigentlich das, worum es hier geht in dem ganzen Projekt. Ja, vor allen Dingen auch so wie mit der Drille jetzt hier, so mit schön, mit gechillten 8 km/h übers Feld. Siehst du, ich hab auch runtergedreht auf 11, weil mir das einfach mit 15 viel zu schnell ging. Bahnen sind es noch, aber nicht mehr viele. Dann könnte ich mich um das Vorgewende noch kümmern. Das heißt könnte, ich mache das natürlich auch. Quatsch. Wäre schön, ja. Ja, alles gut. Falsche Formulierung meinerseits. Oh. Warte mal, so geht's nicht hier. So eine Schluderei. Ich sehe gerade aber was bei dem Hanomag hier, ne? Da ist ja auch die Zapfwelle, die nach oder nee, Quatsch, die Kardanwelle, die nach vorn die Vorderachse antreibt, auch nicht mittig unterm Schlepper verlegt, so wie es eigentlich bei modernen ist, sondern auch auf der linken Seite. Ist dir das schon mal aufgefallen? Jein, also da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aber war das nicht generell früher so? Also. Warte mal. Das ist doch. Nee, rechts, das ist das Lenkgestänge. Was auf der. Ich sag jetzt mal auf der Beifahrerseite läuft, ne? Und genau, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wie heißt denn das Getriebe, wo die Kardanwelle reingeht? Das Ausgleichsgetriebe. Ausgleichsgetriebe, ja. Das sitzt bei dem, genau wie beim MAN, auf der linken Seite der Vorderachse. Werden wir dann zum Schluss nochmal uns zusammen anschauen. Das ist mir jetzt so, weil ich so ein bisschen hier mit der Kamera rumgespielt habe und so ein bisschen rundherum geschwenkt. Da denke ich, ups, der hat doch hier auch auf der linken Seite diese Verdickung. Sprich das Ausgleichsgetriebe.
Wäre jetzt mal spannend zu erfahren, warum ist das damals dort so seitlich verbaut worden? Ja. Heutzutage läuft das ja genau mittig unterm Schlepper, ne? Unterm Rahmen lang. Du stellst Fragen immer, du. Also was ist jetzt? Doch schon, das geht jetzt ja doch schon in fachtechnischen Bereich rein. Ja. Wenn wir einmal beim fachtechnischen sind, mir fällt jetzt da noch was anderes ein. Andere Karte, anderes Projekt. Aber du erinnerst dich, Nova Brutz, da hatten wir doch im letzten Video einen Kommentar bekommen, wo ich erst nicht wusste, wie soll ich den werten. Ihr wisst schon, hieß es da, dass der Ural Luftscheibenwischer hat. So, dann habe ich natürlich Tante Google befragt, aber ich habe da nichts rausgefunden dazu. Ich habe den Kommentar mal gegoogelt. Nee, ich habe den Kommentar selber nicht verstanden. So, ne, lustig nicht ist, ist das jetzt lustig, ironisch gemeint oder wie auch immer. Wie gesagt, ich habe nichts rausgefunden, dass der Ural einen luftgetriebenen Scheibenwischer hat. Und wie gesagt, ich habe selber einen gefahren, kurze Zeit, weiß ich nichts davon. Mein Aufruf geht jetzt, falls er die alte Liebe schaut, an den Kai Köpper, auch ein, na, doch schon längere Zeit zuschauender Freund, sag ich jetzt mal. Und der hatte uns ja letztens auch ein großes Lob ausgesprochen und hat gesagt, er ist da an seine Armeezeit zurückerinnert und er hat diesen Ural auch gefahren. Also, Kai, sollst du das Video schauen? Kannst du es bestätigen? Hat der luftangetriebenen Scheibenwischer, ja oder nein? Also mir ist sowas nicht bekannt. Ich kenne das noch von meiner Armee, Bundeswehrzeit her. Da war ja damals dieser MAN Hauber, die Emma, wie man immer so schön gesagt hat, und der hatte mechanisch, also da musst du von innen den Hebel drehen. So kenne ich's noch in meiner Heimatstadt, die alten Straßenbahnen, die da noch gefahren sind, die hatten quasi innen nochmal genauso so einen Scheibenwischer. Und den haben die einmal rechts-links bewegt und ja, dann hat es draußen, auf der Außenseite, die Scheibe sauber gemacht. Genau. So, und dann kam ja irgendwann elektrisch. Ja, also wie gesagt, wenn es einer weiß, bitte mal, gebt uns da mal Bescheid. Das würde mich mal ganz sehr interessieren. Frau Google hat da mir nichts dazu sagen können. Ich war auch erst im Überlegen, weil es ging ja eigentlich darum, weil der Hexer ja gar keine Scheinwischer hatte. Oder die nicht funktionierten. So. Ob das vielleicht ironisch gemeint war, weil ich habe. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, habe mir den Ural nochmal angeguckt. Es hätte ja auch sein können, dass die irgendwie in der Luft gehangen haben, die Scheibenwischer, dass das so rüberkam im Video, aber das war auch nicht der Fall. Vor allen Dingen am Ural, die haben ja funktioniert während des Regens. Welche nicht funktioniert haben, waren ja die an dem Rostelmesh. Genau. Häcksler. Also, ja. Also ich wusste den Kommentar auch nicht richtig einzuordnen. Aber vielleicht, wenn er sich anschaut, nochmal der Tino Klinger, schreibst nochmal was dazu, wie du das gemeint hattest. Versuchen vielleicht was genauer zu beschreiben. Ja. So, hier oben wird es jetzt noch eine Bahn, aber nach unten wird es etwas breiter. Also muss ich dann nochmal zurück, auf jeden Fall. Denke ich zumindest. Dass ich nicht alles wegkriegen werde hier. Genau.
hatten ja erst noch überlegt, ob wir hier noch Gülle drauf machen, aber es reicht nicht, ne? Nee, da haben wir dann zu wenig, da hätten wir zukaufen müssen. Das Feld ist doch relativ groß, es ist eins der größten mit auf der Karte. Und ja, so viel Gülle produzieren unsere lieben Tierchen natürlich nicht. Nee, nee, das ist, wird und bleibt das einzige Feld sein, was hier anderweitig stehen muss. Oh, mit der guten chemischen Keule. Anders wird's nicht. Nee, leider nicht. Jetzt komme ich die Bahn noch hoch und dann muss ich noch nachtanken. Warst du einmal nachtanken oder noch gar nicht? Ne, nachdem wir getauscht hatten, hatte ich ja kurz danach getankt und dann jetzt das zweite Mal ein. So, ich werde jetzt hier hoffentlich alles wegkriegen. Mittig fahren. So. Ah, hier lässt er mir was stehen. Da müssen wir nochmal zurücksetzen kurz. Und jetzt hier wieder. Es reicht nicht. Kommst du hier mit der Einbahn? Nee, also ich bin ein bisschen rumgeeiert. Hier mal ein bisschen rechts, mal ein bisschen links. Und ja, schwupp ist es passiert. Doch, dass ich so ein Kameraspielkind bin, der da immer gerne ein bisschen rum und hin und her schwenkt und dann, upsi, dann war was schief gegangen. Das war schon immer im Leben so, ne? Wer ein bisschen gerne spielt, der braucht eben halt länger. Mhm. Aber ich finde es nicht schlimm, ein Spielkind zu sein. Nein, das will. Dann würden wir zwei hier den LS nicht machen. Kann man ja so ein bisschen als Spielkind, ja. Nee. So. Es ist ja so. Es macht ja riesen Spaß. Na klar. Hoffentlich noch recht lange. Aber ich glaube nicht, dass das nachlässt. Weil es immer wieder was Neues gibt und. Genau, so sehe ich das auch. Jetzt kriege ich aber alles weg, hoffentlich hier. Und das wird genauso sein, wenn irgendwann der 21er irgendwann mal kommt, werden wir das genauso weitermachen. Na klar. Solange wie Strom aus der Steckdose kommt und wir noch die Fahrzeuge bedienen können und oh, solange werden wir hier LS spielen. Und ich kann immer wieder erwähnen und tue es auch immer wieder gerne. Ich bin froh, dass Giants nicht normal zum Release, also wie heißt, zum normalen Rhythmus den 21er rausgebracht hat. Gott sei Dank, so hatten die Modder doch viel, viel mehr Zeit, um für den 19er weiterzuentwickeln und zu machen. Das merkt man auch richtig. Sind richtig schöne Dinge rausgekommen. Ich sag's auch immer wieder, wenn der LS21 jetzt gekommen wäre, schon eher, würden wir jetzt in keinem MAN und in keinem Hanomag sitzen, sag ich dir so, wie es ist. Ja. Weil die dann alle hätten schon wieder darauf hinarbeiten müssen oder wollen, auf diesen neuen LS. Und ich finde, man spürt's doch auch größtenteils, ich meine, sicherlich gibt es auch Ausnahmen, aber man spürt es größtenteils an der Qualität der Mods, dass die Leute jetzt Zeit haben, die Modder, und sehr viel Liebe ins Detail stecken doch. Das gäbe es sonst alles nicht. Richtig. So, Bremsen sind natürlich aber auch nicht die besten.
Oh, wo steckt er denn da rüber? Bin auch beim Tanken. Nachladen. Tanken klingt irgendwie blöd. Tanken sind für mich immer Flüssigkeiten eigentlich. Ja, ich hatte noch 3% drin. Ich denke, da fängst du die neue Bahn erst gar nicht an, sondern fest eben zum Nachfüllen. Genau. So, noch einmal zurück und dann habe ich's. So, einmal rumgedreht und dann ist es fertig. Ja, haben wir es heute nicht ganz geschafft, ne? Naja, gab ja nur auch ein paar Problemchen, ne? Dass wir mal einen anderen Trecker holen mussten. Ansonsten wäre ich dann ja hinten auch viel, viel weiter gekommen. Aber ich denke, das war wie im wahren, kann im wahren Leben genauso passieren. Ne? Ja, sicher, sicher. Gut. Guck mal doch die Seite. Hier vorne ist noch ein kleiner Klecks. Weiß. Das kann ich nicht leiden. Würde kein Mensch machen wahrscheinlich. Übers Feld fahren und mehr festfahren, als was er einbringt hier der ganze Battle. Aber naja, gut. So, wo ist denn jetzt der Holger? Ist der vom Rückweg? Nein, ich bin auch runter zum Wasser. Oha. Warum? Naja, gut. Ja, dann warte doch mal dort auf mich. Okay. Bevor du umdrehst und wieder zurückfährst. Du willst mir jetzt bestimmt wieder irgendwas sagen, was mir gar nicht gefällt. Ja, das ist wollen. Wollen und müssen. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, Livestream machen wir andermal. Es soll in Anführungszeichen nur ein Video werden. Also gut, ist die Zeit doch leider schon wieder um. Die ist schon wieder um. Sorry, ich muss es dir so sagen. So knallhart ist die Wahrheit. Aber es ist so, wie du gesagt hast, der Schlepper wird nicht dreckig. So die Rede. Bei dem Hanomag hier läuft das besser, muss ich sagen. Der wird schön, der wird weiß, der wird dreckig. So, jetzt guck dir mal hier diesen, ganz kurz noch, diesen Allrad an da. Das ist bei dem Hanomag genauso auf der linken Seite wie bei dem MAN. Siehst du das? Ja. Und hier hast du noch schön auf der anderen Seite, siehst du noch das Lenkgestänge? Ich weiß gar nicht, wie das bei dem hier ist. Nee, bei dem ist es irgendwie... Beide Seiten gleich hier. Ja, wo ist denn eigentlich hier das Lenkgestänge? Hier siehst du die Blattfeder, die quer rüber geht. Ja, und das Gestänge hier. Ja, aber das ist doch für ein Allrad, dachte ich doch nicht. Weil das wird doch angetrieben. Mach mal an und fahr mal ganz langsam. Das, was ich hier bewege, ist das Lenkgestänge. Ja, das ist Lenkgestänge, aber unten hast du den Allrad, also diese Kardanwelle. Ja, ja, das ist richtig. Ach so, ja, ich weiß. Jetzt haben wir aneinander vorbeigeredet. Hier ist es auf der linken Seite mit. Richtig. Beide, sorry. Beides auf der linken Seite, ja. Alles gut. Ja, daran merkt er, dass die Zeit rum ist, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Ja, über eine Stunde, 1:10 fast, Holger. Ich muss es so sagen. Ja, gut. Aber die nächste Folge kommt, ja. Ach, na klar. Na? Aber für heute machen wir jetzt Schluss hier, machen das bisschen Zeugs noch fertig. Bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen, hoffen, dass wir euch wieder
zu einem schönen, entspannten Wochenende beitragen können mit unserem Filmchen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen da. Vielleicht noch ein Abo, wer noch nicht hat. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja, und Kommentare müssen wir, glaube ich, nicht erwähnen. Da kriegt man eigentlich immer sehr viel nette und konstruktive, ne? Richtig, genau. So, also, ich sag danke. Schönes Wochenende, bleibt gesund. Und der Nächste, der hier weitersprechen darf, ist der Holger. Also, bye bye, ciao. Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen, aber ich denke schon. Ja gut, MN werden wir definitiv behalten. Ne? Wird da anders eingesetzt, wie er geplant war. Müssen wir mal schauen. Die Ecke müsste wahrscheinlich getauscht werden. Kriegen wir auch hin. Ja, wie es weitergeht. Lasst euch überraschen. Es hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Leider die Stunde wieder vorbei. Aber gut, kann man nichts machen. Ne? Wer hat an der Uhr gedreht? Paulchen Panther. Ne? Na gut, bleibt gesund. Seid gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.